Willkommen zurück zu Pokémon Advanced Adventure. Diese Folge werde ich wahrscheinlich den Arena-Leiter herausfordern. Ja, dann mache ich das gleich. Anscheinend... Ah, ich weiß, was ich machen kann. Ich kann mir das Tyrant-Pokémon fangen. Ja, dann mache ich das. Okay. Jetzt angreifen. Tropius, okay. In Braun. Wie sieht das denn aus? Rockfro. Oh. Was ist das denn? Es scheint anscheinend Gestein-Typ oder so zu sein. Das ist natürlich jetzt nicht gut. Ich glaube, das kann ich gleich vergessen. Na toll. Bitte. Hör doch auf! Hör doch bitte auf! Ich probier's jetzt schon. Eins, zwei, drei. Ja, gefangen. Sollte die Arena um einiges leichter sein. Okay, dann ist es halt ein Radfratz. Ja. Cool. Dann kriege ich auch direkt das nächste Pokémon. Und zwar hier oben. Ja. Ah, der sagt das gleiche wie die andere. Okay. Das ist jetzt ein Snivy, also also Serpiroyal, die erste Entwicklung. Serpifeu. Jetzt sollte die Arena um einiges leichter sein. Okay. Das schaue ich kurz, welchen Typ Tropius hat. Summary. der Sound ist nicht der Ernst, oder? Gestein. Gestein. Gras. Also. Gesteinpflanze. Ich schau mal, ob ich da schon weitergehen kann. Oh, was? Ja, okay, das ist, ich sag immer noch das Gleiche. Naja. Ja. Oh, ich kann sogar schon zur Route 3. Kurz umschauen. Was hier so für Pokémon gibt. Myrapla. Oh, ich dachte schon. Ich dachte schon, ich spiel stolz ab. Ja, Level 7 ist jetzt nicht das, was ich... haben will. Ich speichere kurz. Pokédex 2 immer noch. Nicht ganz. Ich könnte erstmal die hier vorne besiegen. Hallo. Alice. Die sagen nichts Besonderes. Spiro. Den neuen. Die Arena-Leiter kommen hier mit sonst welchen Pokémon an und dann, wenn man hier aber gegen die Trainer kämpft, haben die nicht mal Level 10er Pokémon.
Das ist jetzt nicht wirklich gut gebalanced. Ich ärgere mich immer noch ziemlich, dass ich das erste Pokémon nicht gefangen habe. Also, wie heißt es noch klar? Also das erste Tyrann-Pokémon. Ich weiß gerade nicht mehr, was das genau war. Pidgey besiegt. Okay. Müsste auch die Flug sein. Genau. Schwabini. Ich will jetzt aber auch nicht unbedingt die Route komplett auslassen. Da oben ist noch ein Pokéball, da hole ich mir den noch kurz. TM18. So, keine Ahnung, was es ist, aber also die wilden Pokémon sind echt nicht die stärksten. Das hätte da vorhin mal in der Arena passieren können. Da hätte ich schon ein bisschen mehr Chancen gehabt. Gehe ich jetzt noch mal kurz heilen und dann kann ich noch mal die Arena probieren. Ja. Na komm. Ich schau mal kurz, ob die Karte verändert wurde. Ich habe ja gar keine bekommen. Da denke ich, ja, ist gleich geblieben. Village of Water, Village of Fire, Village of Ghosts, Village of Ice, Village of Dragons, Darkness Creek, cool. Das hier nennt sich Pokémon HQ. Naja. Also die Wege scheinen wirklich die gleichen zu sein. Ist mir ja schon im letzten oder vorletzten Part aufgefallen. Also ist mir schon lange aufgefallen, aber da habe ich es mal erwähnt. Ich denke, da werde ich mit Tropius beginnen. Hoffentlich läuft es diesmal ein bisschen besser, das Ganze. Tropius in Braun. Setze ich zuerst mal Growth ein. Damit hätte ich rechnen müssen. Weil Leech Seed ja, glaube ich, nicht. Also keine Wirkung hat auf Pflanzen-Pokémon. Oh. Ich muss nur dreimal angreifen können. Tropius ist schon ziemlich OP mit dem Gesteinstyp. Der hat statt Tackle und so alles keine Wirkung mehr. Also schon Wirkung, aber nicht wirklich relevante Wirkung. Direkt wieder heilen gehen. Lalala. Hallo. Ob das eigentlich so gedacht ist, dass man nach jedem Trainer wieder heilen geht? Ich glaube nicht. Okay, da scheint jemand zu stehen. Frage ist bloß wer.
Hopp, hopp. Hopp, pip. Okay. Ja, reicht sofort aus. Da könnte ich sogar mal Pikachu einsetzen. Nur Turtle sollte jetzt auch nicht das schwierigste Pokémon sein. Ah, jetzt kommt der Absorber wieder. Aber ich bin trotzdem noch im Vorteil. Nach 4 Angriffen müsste es besiegt sein. Oh, Critical Hit. Critical Hit, das ist ja nice. Ich glaube, da habe ich jetzt keine Lust, wieder campen, also wieder heilen zu gehen. Hm, das scheint Major Bob zu sein. Ich werde einfach mal Otaru vortun. Hey Punk, was machst? Was denkst du, was du hier machst in meiner Arena? Du verlierst besser, du kletterst den falschen Baum hoch. Klin wird niemals besiegt werden, er ist der Inbegriff des Bösen. Falls du es noch nicht bemerkt hast, das Tyrann-Pokémon, die Tyrann-Pokémon, die die Städte verwüsten, sind wirklich von ihm modifiziert worden. Pokémon sind Werkzeuge und du wirst das bald verstehen. Bestboard, ja. Das ist jetzt nicht das Stärkste, aber 17. Naja. Okay. Mache ich zweimal Tail Whip. Kann anscheinend eine Web, wie auch immer man das ausspricht. Ah, das ist gut, das ist gut. Befreit, das ist gut. Oh, cool. Ey, was bringt ihm das? Keine Ahnung. Ah, jetzt kommt Poison Powder. Und das Ganze sollte ich trotzdem noch überleben. Oh, cool. Cool. Wie gesagt, Buzzsprout ist nicht das beste Pokémon. Ah, cool. Water Sport. Also, keine Ahnung, wie es auf Deutsch heißt. Ich bleibe einfach mal drin. Fury, ah, das will ich. Was? Okay. Ich dachte, es zieht mehr ab. Aber jetzt muss ich raus sein. Aber den Tail Whip habe ich halt trotzdem noch bekommen. Das ist gut. Wenn ich mal auf seinen Tweet gehen. Ja, auf seinen Tweet. Und. Ach, Absorber als Konter. Ja, da brauche ich Defense Curl. Nicht, aber Fury Swipes könnte ich zum Beispiel. Ah, Fury Cutter ist doch Zornklinge. Ah, das ist natürlich gefährlich. Hit 3 times. Ah, zum Glück. Wenn es die ganze Zeit Fury Cutter einsetzen würde, dann wäre das schon
ziemlich OP. Ah, Fury hat das glaube ich Käfer, das könnte. Das könnte sich negativ auf Tropius auswirken, aber er macht Absorber. Okay. Wenn du willst. Achso, ich habe ja gewechselt. Ah, okay. Er konnte ja noch nicht wissen, was ich einsetze. Aber er macht es trotzdem. Nur einmal. Also die Tyrann-Pokémon sind schon echt stark. Lilip. Hier sieht man einfach dieses lilane. Mach ich das mal hier. Ah, ist es. Ja gut. Mach ich einmal Weinwip, weil das Snivy auch schon besiegt. Pikachu. Der Thundershock bringt kaum was. Ah, ist der Typ Gestein. Habe ich jetzt auf die Schnelle komplett vergessen. Aber das Schwäche ist zuerst noch Pikachu ein bisschen an. Constrict. Oh, ich glaube, jetzt kann ich nicht mehr wechseln, oder? Doch, geht. Ist das nicht Taubsi? Dieses Geräusch? Ich bin mir nicht sicher, aber. Nee. Ich weiß es nicht genau. Es ist auf jeden Fall nicht Tropius. Wohl Aue. Na klar. Da mache ich mal. Ah, Tailwhip finde ich etwas nützlicher. Tropius? Hm. Was, das kann, das ist unmöglich. Du magst mich besiegt haben, aber du wirst niemals Queen besiegen. Hahaha, Farewell. Ich weiß immer noch nicht, was das heißt, aber egal. Danke. Okay, das war's dann schon mit der Folge. Also heißt es schon, die ist glaube ich ziemlich lang geworden. Wenn ich mich nicht irre. Naja, das war's mit der Folge. Bis zur nächsten Folge und tschüss.